Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Sims 4 an die Arbeit. Es ist Part 5, glaube ich. Nee, Part 4. Und unsere liebe Sophia ist gerade mit Morgenübelkeit erwacht. Das finde ich mega cool. Ich kenne das ja alles noch nicht so genau. Und zwar steht hier, als Sophia aufwachte, fühlte sie sich schrecklich krank, so als würde jemand in ihre Innereien umherschieben. Oh. Ja, das ist, weil wir ein Baby erwarten. Warum schläfst du ihn noch weiter? Okay, sie hat sie einfach wieder hingelegt. Komm, Sophia, steh mal auf und mach deinem Mann was zu essen. Du bist doch schon fertig mit Schlafen. Wir machen... Oder haben wir noch was über? Warte. Hä? Stopp! Was ist der jetzt? Ein Gericht, okay. Wo nehme ich das denn? Ah, jetzt gehe ich hier einfach drauf und nehme mir ein Gericht. Okay, ich habe ein paar Änderungen in unserem Haus vorgenommen, aber nur ganz klitzeklein. Und zwar habe ich das Wohnzimmer etwas umgestaltet, damit es mal ein bisschen wohnlicher aussieht. Ich habe uns einen großen Teppich gekauft, so eine mega coole Wohnwand und ein paar Blumen und so. Also sehr viel können wir uns nicht leisten, weil wir kriegen ja auch bald das Baby und deswegen will ich nicht das Geld ausgeben. Und ich habe Fabios Zimmer jetzt leer geräumt, weil das brauchen wir nicht mehr. Und dann kann das Zimmer fürs Baby sein und die schlafen jetzt erstmal zusammen in Sophias Zimmer, auch wenn das sehr rosa ist. Was ist passiert? Warum kam so ein Ton? Kotzt sie dann auch gleich? Übergibt sie sich, meine ich? Oh, Fabio, du bist so ein Charmeur. Oh. Schmeckt euch, was ist er denn da? Ach, das sind die Brown... Ja, finde ich auch. Sind die schlecht? Irgendwie sehen die nicht mehr so gut aus. Ich weiß ja nicht. Okay, wenn du gegessen hast... Schmeißt du das jetzt weg? Egal, er kann sich gleich auch noch ein paar Eier nehmen. Dann kannst du eine erfrischende Dusche nehmen. Heute muss er, glaube ich, auch nicht arbeiten, oder? Nee, morgen muss er arbeiten. Okay, look at that booty. Oh my gosh, so sexy. Er hat wirklich einen tollen Popo, finde ich. Oh, die habe ich jetzt erstellt. Das sind unsere neuen Nachbarn. Amanda Hurley. Und was ist denn los, Amanda? Sophia, komm, heiter sie mal auf. Auch wenn es dir selber gerade nicht so gut geht und du stinkst. Geh mal zu ihr hin, stell dich freundlich vor. Komm, Amanda, wir heitern dich jetzt auf. Oh, ich finde sie so schön, oder? Mit ihr spiele ich so ein bisschen privat. Aber in einem anderen Spielstand. Also ich habe sie in der Stadt platziert, aber ich habe sie auch noch in einem anderen Spielstand platziert, sodass ich spielen kann, ohne dass hier die Familie Dos Santos irgendwas unternimmt. Oh mein Gott, look. Ich wollte schon wieder Englisch reden. Guckt euch diesen Bauch an. Oh mein Gott. Oh, heiter sie auf. Lernen sie mal ein bisschen kennen und verschönern ihr den Tag. So, das wollen wir. Und dann mache ich ein Kompliment über ihr Outfit, weil es ist wirklich super schön. Also ist es noch nicht mal gelogen. Und dann kann sie mal nach ihrer Karriere fragen. Ich glaube, sie hat noch keine Karriere, aber das macht ja nichts. Nee, umarmen wollen wir sie noch nicht. Pinnwand voll. Was? Okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber egal, wir fragen sie mal nach ihrem Tag. Hey, geh noch nicht duschen. Okay. Oh, und das ist ihr Mann. Wer ist er nochmal? Chris. Okay, ist noch nicht ihr Mann. Er ist auch sexy, ne? Ja, ich weiß. Er sieht Fabio ein bisschen ähnlich, finde ich. Aber ich glaube, das liegt daran, weil er die gleiche Frisur hat. Warum sind die denn beide traurig? Haben die sich getrennt? Das wäre wirklich sehr, sehr traurig. Dann wäre ich nämlich auch traurig. Und ich wollte gerne noch ein Bild von ihrem Bauch machen. Aber jetzt ist schon zu spät. Machen wir später. Und er isst sich da. Mann, wieso sage ich denn schon wieder, isst sich? Er isst noch ein bisschen Eier und Toast. Das ist schon mal gut. Wer ist da drüben? Wer ist denn das? Katrina. Oh, er hat gute Laune. Was macht er? Mit Vanessa plaudern.
Okay, dann geh du mal mit Vanessa plaudern. Sophia, machst du Pipi? Okay, das ist gut. Mit wem redest du? Aktion. Ich möchte irgendwas Cooles mit dir machen. Ich weiß gar nicht, was man hier alles machen kann. Aber ich glaube, wir gehen mal in irgendeinen Park und suchen uns mal so ein paar Sachen. Ich habe mir nämlich ein paar Sims-Let's Plays angeguckt und habe dann gesehen, dass man so Steine und sowas abbauen kann. Nee, ich möchte alleine. Um ein bisschen Geld zu bekommen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Hohe Schuhe bei der Schwangerschaft sind nicht so gesund, Sophia. Wollte ich nur mal sagen. Wenn wir in den großen Park gehen, dann können wir das da doch bestimmt machen, ne? Ja, wir gehen einfach mal dahin. Und dann machen wir mal Luki Luki, was es da so gibt. Oh, wir könnten auch mal ein Instrument lernen, ne? Wäre auch cool. Vor allem gibt es hier jetzt auch eine Geige. Das gab es ja bei Sims 3 nicht. Beziehungsweise es gab es, aber nur mit irgendeiner Stadt. Und diese Stadt hatte ich nicht. Dragon Valley, glaube ich, oder so hieß das. Okay. Oh mein Gott, kann sie auch hier drauf spielen? Als Seeungeheuer spielen. Oh mein Gott, das müssten wir kurz erst machen. Ich meine, sie ist eine schwangere Frau. Und normalerweise tut man dann sowas nicht. Mann, shake doch nicht, du so deinen Arsch. Die ist so von sich selbst überzeugt. Aber egal, wir lieben sie, wir lieben sie. Ich meine, sie kann sich's auch leisten. Okay, was tut sie jetzt? Oh mein Gott! Und wenn dann da kleine. Oh mein Gott, und wenn dann da Kinder draus sind, dann ist sie das Seeungeheuer. Oh mein Gott, das ist so süß. Das ist wirklich so süß, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Oh mein Gott. Da oben ist ja ein Kind, ne? Ich möchte sie erwischen als so Seeungeheuer. Komm, sei noch mal ein Seeungeheuer. Na komm. Ach, das ist so süß. Ich freue mich so, wenn unser Kind da ist. Oh mein Gott. Okay. Ach so, ihr könnt mir übrigens schon mal Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Also für beide Geschlechter, für Jungen und Mädchen bitte. Und wo sind denn hier so Sachen? Was ist das denn jetzt hier? Ein Apfelbaum. Oh, das ist süß. Da hinten ist irgendwas auf dem Boden. Ein Froschbaum oder sowas. Was ist das da? Ein Erdbeerstrauch. Oh mein Gott, man kann Erdbeeren pflanzen? Das ist so cool. Das ist wirklich cool. Was machst du da? Das habe ich doch gar nicht angeklickt. Geh schneller. Geh schneller. Geh schneller. Was ist das hier? Löwenmäulchen, Pflanze. Okay. Warum ist das denn alles noch nicht reif? Oh, hier ist noch so ein Froschding. Und da ist, glaube ich, so ein Stein. Yes. Hallo? Graben. Ich möchte das sehen, wie du in dem Froschding suchst. Und hast du was gefunden? Yay! Ein Tigerfrosch. Und ist der was wert? Wo ist denn das Inventar da? Oh mein Gott, wir können ihn auch behalten. Aber ich möchte Geld. Oh yeah. Jetzt muss ich kurz ein Bild machen von ihrem Bauch, weil ich weiß ja nicht, ob wir das noch oft erleben werden. Ich weiß ja noch nicht, wo unsere Story hinführt. Dim, 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 dim. Aha, ja. Ah. Und was haben wir gefunden? Ein Sonnensurferfrosch. 125 Simoleons. Verkaufen wir. Ich meine, das ist alles für unser Kind. Herrlich reich. 10.000 Erspartes besitzen. Okay. Oh, wir haben schon 354 von 5.000 Simoleons erreicht. Ja, das ist schon mal gut. Oh, muss sie brechen? Für zwei Essen. Zweites Trimester ist sie schon. Ach, in 2 Stunden. Huiuiui, dann kann es ja bald losgehen. Ich möchte noch mehr ausgraben. Oh, ich dachte schon, die macht uns an. Oh, da drüben ist noch so ein Stein. Kind, sei bitte leise. Wenn ihr was seht, dann schreit auf, okay? Okay. Aber ich sehe nichts mehr. Können sie auch mal ein bisschen angeln lassen? Kann ich nicht hier lang? Doch, kann ich. Der Park ist ja echt riesig. Da ist noch was.
Das ist Bob Pancakes, glaube ich, ne? Yep. Und das ist Sarah Bauer. Das ist Geoffrey Landgrab. Oh, ein Landgrab. Und Sebastian Paulus. Okay, warum haben die eigentlich alle so deutsche Namen? Ich mag deutsche Namen nicht so. Also bei Sims spiele ich lieber mit den englischen Namen. Ich glaube, das habt ihr schon gemerkt. Also beachtet das bitte auch bei den Vorschlägen für die Kindies. Oh, da ist noch einer. Können wir mal was Ausgefallenes da graben? Okay, was haben wir denn hier gefallen? Ein Fossilstein. Oh, ich glaube, wartet. Wenn wir das extrahieren, dann kriegen wir, glaube ich, mehr. Habe ich gehört. Oh, was ist das denn? Kam das jetzt daraus? Hä? I don't get it. wie viel kriegen wir dafür? 70. Und wenn wir das öffnen? Oh mein Gott, Don ruft an. Hey Sophia, ich bin's, Don. Wie wär's mit einer Verabredung? Nein, noch nicht. Nein, nein. Wir sind noch nicht bereit dafür. Wir können ihm noch nicht gegenübertreten. Komm, geh mal schneller. Sie ist glücklich. Was möchte sie jemanden kennenlernen? Oh, den können wir aufweitern. Ich möchte den Schmetterling fangen, aber das geht noch nicht. Aber vielleicht irgendwann. Habe ich euch das schon erzählt mit den kleinen Kindern? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Habe auf Tumblr auf jeden Fall so ein Bild gefunden. Oh, das ist so süß. Also da ist so ein Kleinkind drauf. Und das sieht so aus, als wenn das von Sims 4 wäre. Und das wäre so cool, wenn das bald kommen würde, weil das wird mein Leben um einiges bereichern. Okay, sie stinkt. Wir müssen gleich mal nach Hause. Aber egal, wir hatten einen schönen Tag im Park. Okay, und wir haben eine Schatzkarte gefunden. Hä? Was können wir jetzt damit machen? Aha. Okay, ja, wir warten einfach mal ab. Vielleicht passiert ja irgendwas. Och, Mann, Mädel. Sorry, dass ich jetzt immer vorspule, aber das dauert mir ein bisschen zu lang. Oh, die Arme, die ist super schwanger. Und, oh, jetzt ist sie. Oh! Jetzt ist sie im zweiten Trimester. Und in 23 Stunden ist sie im dritten. Oh mein Gott. Ist das jetzt hier extrahiert? Ah. Okay. 70. Ja. Und. Ja. Okay. Und was ist das? Oh. Okay, geh mal wieder nach Haus. Oh, nein! Stopp! Ich wollte den mitnehmen. Nimm den ins Inventar. Emotionale Aura aktivieren. Okay, und ab nach Hause. Wir wechseln schon mal zu Cabio. Tschö. Schicke deine. Ach, ich dachte schon. Ich möchte mir voll gerne Outdoor-Leben holen, weil das ist dann wie so Urlaub im Wald. Und auf sowas stehe ich. Ach ja, die haben die Selfies. Die möchte ich aufhängen. Moment, wir hängen sie genau hier hin. Oh. Ich wollte aber eigentlich nicht alle aufhängen. Die sehen ja eh gleich aus. Ich habe 5 Simoleons. Ich dachte, die wären irgendwie größer. Rahmen hinzufügen. Oh, schön. Das ist schön. Ansehen. Komm, schau dir mal das Bild an. Sophia schon da? Nein. Kommt sie? Komm bitte. Dankeschön. Hallo. Was hat er schon wieder? Warum isst er das denn nie auf? Warum hat er das immer noch in der Tasche? Ist es einfach jetzt noch? Schön, oder? Oh oh. Er ruft an. Oh mein Gott. Don! Nein! Wir sind nicht bereit. Hat er jetzt einfach aufgelegt? Ist er jetzt? Kommt er jetzt einfach? Nein. Okay. Hoffentlich. Wo ist sie? Ach, in der Dusche. Ach, hast du jetzt aufgegessen? Das ist gut. So, was sollen wir jetzt tun?
möchte mal ein paar mehr Freunde haben. Oh, er ist sogar auch ein bisschen mit Don befreundet. Aber wir könnten ja mal vielleicht die neuen Nachbarn besuchen, die ich halt platziert habe. Mein Gott, sie muss die Beziehung mit Don beenden. Scheiße, guck mal, da steht sogar liebende Liebespärchen. Was steht bei Fabio? Oh. Nur Liebespärchen. Sind die eigentlich schon zusammen? Ja, ne? Oh, hat sie ihn jetzt auf die Wange geküsst? Oh, geht sie jetzt kotzen? Wie ein Champion pieseln? Oh mein Gott. Oh. Oh ja, das hört sich vielversprechend an. Was trinkt der da? Orangensaft. Oh mein Gott, das ist so süß. Also da muss ich echt EA loben. Diese ganzen Kleinigkeiten, die machen mich wirklich sehr, sehr glücklich. Dann lasst uns jetzt doch mal zu den Hurleys gehen. Hä, da wohnt doch jemand. Die wohnen doch da, oder nicht? Ich meine schon. Wir gehen mit Sophia dorthin. Gucken einfach, und wenn da keiner ist, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Ich meine, ist doch schön, oder nicht? Mal sehen. Drückt die Daumen. Habt ihr sie gedrückt? Habt ihr sie? Habt ihr sie gedrückt? Habt ihr sie gedrückt? Okay. Ich glaube, wir sind angekommen. Wait a second. Okay. Yay! Sie sind da! Hallo! Was geht ab? Yes, ich bin schwanger. Ich weiß. Oh mein Gott, das sieht so furchtbar aus mit diesem Crop-Top und dem Schwangerschaftsbauch. So richtig unverantwortlich. Mein Gott, sie sieht richtig aus wie so ein Fashion-Blogger, finde ich. Also die Amanda. Heißt sie doch, oder? Amanda? Ach ja, steht ja da drüber. Ich bin dumm. Amanda Hurley. Okay. Dann kann Sophia sich mal ein bisschen mit der Amanda unterhalten. Frag sie nach ihrem Tag. Ja, mach das schon mal. Mach ihr ein Kompliment übers Haus. Amanda! Deck, Deck, bleib doch mal hier. Klopf einfach an die Tür. Unterhalten die sich jetzt? Okay, komm rein! Okay, danke schön. Oh, das Haus ist sehr schön. Erzähl dir mal deine großen Neuigkeiten. Oh, bitte ein Baby zu führen. Deswegen konnte man... Oh, das ist so realistisch. Das ist so realistisch. Oh, Fabio. Ach, Fabio, sage ich schon. Wie heißt der nochmal? Chris, was ist denn los? Davon möchte ich bitte ein Foto. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Ups. Ups. Yeah. Ich sehe es schon kommen. Oh mein Gott. Besties for life. Oh, hört ihr Chris weinen? Oh mein Gott, der Arme. Was hat er denn? Ich muss ihr mal ein paar 3D-Lashes verpassen. Sie hat überhaupt keine Wimpern. Hi Fabio, was geht? Ja, du bist ein ganz toller Hecht. Schaut sie euch an? Oh, 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 oh. Die sehen sich schon ähnlich, ne? Ach, ich bin einfach schlecht im verschiedene Sims erstellen. Gibt's jetzt keinen hier Bauchfühlen? Mann. Mann, die haben eine Massenkonversation. Sitzen aus dem Einzelbett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist crazy. Okay, sind wir euch so uncool? So, jetzt können wir den Bauch fühlen, oder? Ach, die beiden hatten gerade Laufherzen. Ich dachte schon. Kann sie jetzt bitte das Baby fühlen? Was macht sie? Wohin gehst du? Unterhalt du dich mal mit deinem Bro hier. Neuen Nachbarn begrüßen. Oh. Pff, Fabio, benimm dich! Hallo. Jetzt sind es nur noch ihr zwei. Oh, ich möchte jetzt aber sehen, wie sie den Bauch fühlt. Passiert das jetzt? Oh, jetzt passiert es zweimal. Hm.
Das ist so süß. Dann kannst du ihr mal ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Und erzähl eine dramatische Geschichte. Fabio, kannst du dich bitte mit dem Typen unterhalten? Ich versuche hier Kontakte zu knüpfen. Interessen reden. Du musst nicht so schreien. Dann umarmen sie einfach, obwohl erstmal unterhalten. Dann tratsch mir ein bisschen, weil wir sind ja Mädels. Und dann können wir uns umarmen. Und du kannst bitte mal aus der Unterhaltung... Nein. Fabio, du musst auch lernen, unabhängig zu sein. Geh zu ihm und rede über die Veränderung der Nachbarschaft. Ich ändere mal eben das Menü hier. So, das möchte ich nämlich, weil... Mich nervt das, dass man immer zweimal drücken muss. So, genau das wollte ich. Dann verschönerst du ihm auch mal den Tag. Und dann machst du ihm auch mal ein Kompliment übers Outfit. Und dann lernst du ihn mal kennen. Und... Über örtliche Jugend beschweren. Ihr seid doch gerade erst 15 oder so. Was können wir noch machen? Über Fitnesstechniken reden. Ich weiß gar nicht, ob Chris auch an Sport interessiert ist. Dann tratschen wir einfach über Nachbarn. Und wie weit seht ihr? Ihr habt ein angenehmes Gespräch, das ist doch schön. Kannst du eine fesselnde Geschichte erzählen? Mein Gott, sie ist wirklich so breit nach vorne. Also ich frage mich, ob da noch mehr geht. Von neuen Alben schwärmen. Über örtliche Angelplätze reden, ja komm. Oh, sie hat Hunger. Eher nicht so. Können wir auch hier was zu essen machen? Oder benehmen wir uns dann nicht? Abendessen servieren. Oh mein Gott, Fischtacos. Ich möchte Fischtacos machen, bitte. Dann kriege ich bestimmt wieder Hunger. Ich habe nämlich schon Hunger, weil ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Und sie ist müde. Man merkt, dass sie schwanger ist. Oh, wir haben ja auch schon 20 Uhr. Und versteht ihr zwei euch gut? Das ist schön. Wir können auch mal ein bisschen lustig sein. Mach mal einen Polizistenwitz. Und einen Witz über Sunset Valley. Und einen Klopf-Klopf-Witz. Der ist bestimmt richtig gut. Und parodier jemanden. Wow, das machst du so gut. Lecker, lecker, lecker. Die haben keine Abzugshaube. Amanda, ich koche doch gerade schon. Kannst du bitte warten? Level 3 der Kochfähigkeit. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Was ist sie da? Chips? Wirklich? Du ziehst die Chips, diesen geilen Chips-Tacos vor? Mein Gott, mit Limetten da drauf. Sind das Limetten? Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir auch ein Gericht nehmen. Yummy, yummy, yummy. Wo gehst du denn jetzt hin? Okay, setze ich hier allein auf die Couch. Das Haus ist wirklich sehr, sehr süß. Also das hätten wir vor allem auch nehmen können. So. Hier hätten wir ein Zimmer für das Kind gehabt, aber egal. Wir haben auch ein schönes Haus. Und schmeckt's gut? Oh, Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Sophia kann jetzt online für einen guten Zweck spenden. Anmachsprüche vor dem Spiegel üben und anderen sind schmeicheln. Ja, dann werden wir doch gleich mal spenden gehen. Können wir das hier mitnehmen? Ich meine, wir haben es immerhin gekocht. Ja, können wir machen. Wir nehmen es mit. Obwohl, bei denen kann bestimmt noch keiner kochen. Dann lassen wir es den mal. Chris, du kannst ja gerne auch was nehmen. Wieso verstehen die sich denn nicht? Mach mal einen Witz. Begrüß mal den Nachbarn. Okay, sie ist mit drin. Okay, und dann machst du auch jetzt eine unverschämte Geschichte, erzählst du einfach mal. Und, machst einen Witz über Sunset Valley. Ich meine, ihr müsst euch mal ein bisschen verstehen. Ja, und dann erzählst du ihm auch noch, dass du schwanger bist. Ich meine, man sieht es, aber... Dann schmeichelst du ihm einfach mal. Und... Rind noch über Interessen. Man, da gehst du jetzt ins Bett.
Ach nee. Da ist ein Bücherregal. Oh, sie hatte ihr Level 2 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Cool. Anscheinend sind die Witze von ihr der Knüller. Oh mein Gott, er kriegt sie nicht mehr ein. Hi Amanda, schaut euch an, wie hübsch sie ist. Ich hoffe, dass Fabio für immer bei Sophia bleibt, weil hier sind sehr attraktive Frauen in der Stadt. Okay, wir gehen jetzt gleich auch mal nach Hause, weil Sophia ist müde. Sehr, sehr müde. Und ich glaube, ja, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Nee, komm, das kannst du auch zu Hause machen. Deine Pipi stinkt bestimmt, weil du schwanger bist. Gut, jetzt übertreibst du auch nicht. So müde bist du auch nicht. Tschüss. Sag dir bitte tschö. Können wir tschö sagen? Nein, können wir nicht. Wiedersehen. Fabio, nicht so schnell. Deine Frau kommt nicht mit. Oder deine zukünftige Frau. Oh mein Gott. Dieser Bauch. Aber ich finde das... Alter. Ich finde das bei Sims 4 so cool, dass die alle Kleidung als Schwangerschaftskleidung haben. Und wir wohnen ja echt wirklich super nah an denen dran. Das ist richtig cool. Jetzt verstehen die sich so gut mit denen. Wirklich? Da kommt jetzt noch ein Ladebildschirm. Also das finde ich scheiße. Ich meine, wir standen vor unserem Haus. Wir standen wirklich exakt davor. Okay, okay. Fabio geht schon ins Bett. Alles klar, dann geh du hinterher schlafen. Oh, willst du lieber noch Pipi machen? Nö. In 14 Stunden ist das dritte Trimester. Heißt das, das Baby kommt schon oder ist sie dann noch im, ja, im dritten Trimester halt? Ich denke mal, sie ist dann im dritten Trimester. Okay, ich beende den Part jetzt auch mal hier, weil die letzten Parts sind immer 3 Stunden lang geworden und so. Und ich denke mal, morgen wird dann auch schon das Baby kommen, beziehungsweise im nächsten Part wird dann das Baby kommen. Und ja, im nächsten Part werden wir dann Fabio auch nochmal zur Arbeit begleiten. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir, wie gesagt, Namensvorschläge für das Baby in die Kommentare, sowohl Mädchen als auch Junge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!